Hallo YouTube, willkommen zu einer weiteren Folge bei meinem Minecraft Singleplayer Projekt. So, es könnte alles so einfach sein, oder wie sagt man so schön? Hier oben, ich zeige euch das einmal ganz kurz. Ich habe wirklich lange gesucht bei dem anderen Tor, also Portal und viel hin und her und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, machst du einfach dumm nach unten bauen. Erstmal habe ich mir gedacht, bevor jetzt irgendwas schief geht, ich baller hier. Das ist ja unser Netherportal hier, nicht wundern, ich habe die Schankgrenzen mal angemacht. Ich baller hier, ist ja das Netherportal bei unserem Haus. Einmal ein bisschen Mauern drumherum, dass es ein bisschen geschützt ist, dass wenn man mal doch mal irgendwie kurz weg muss oder so Pause, dass man mal vernünftig stehen kann. Ja, hier hoch geht's jetzt zu unserer, weiß immer noch nicht, wie die heißen, diese Wildschweine quasi. Geht's ja nach oben und ich habe mir gedacht, holst du einfach mal runter. Und in diese Richtung wollten wir. Oder wollte ich. Genau, das machen wir jetzt mal. Ja, und wie gesagt, wir machen den Bettentrick. Ich habe gerade einmal ausprobiert. 64 Goldklumpen gefunden. Mehr sogar. Ich habe ein paar Betten schon gemacht und alles. Also, ne? Hier, ein Bett und fertig. So, das nächste habe ich direkt dorthin gestellt. Oh, bitte. Ah. Oh. Das war zu nah. Ja, hör doch auf zu brennen. Das Gute ist, dass wir jetzt nicht so weit müssen, um Schweine zu kriegen. Also um Schweinefleisch zu kriegen. So, aber wie ihr seht, seht ihr nicht. Und wir sind auf der eigentlichen Höhe, sage ich euch, hier von eigentlich 11, wenn ihr es auf 10, eigentlich 11. Aber, ne, dieses eine eine Blockhöhe, glaube ich, auch egal. So, jetzt müssen wir auf 11 sein, ja. Dann da hinten ein Bettchen. Das ist einer zu weit weg. Oh, da ist Lava direkt. Weggehen. Und dann schauen wir mal. Ah, Scheiße! Ob wir antiken Schrott finden. Vielleicht soll ich noch Feuerschutz hier drauf traden. Aber wieder.
total antiker Schrott. Das kann ich brennen lassen. Dann haben wir ein bisschen Licht hier drin. Also es ist, scheint so, als ob ich wieder Pech habe. Aber das ist netter Quatsch, das kann man auch mitnehmen. Nochmal gucken. Da oben ist noch ein bisschen Quarz, das ist nicht so schlimm. Das lasse ich auch da hängen. Muss ich höher? Dann höher. Oh. Und wieder nicht. Und wieder kein antiker Schrott. Und eigentlich ist das die schnellste Methode, ne? Ne, ich muss noch einen rückwärts. Das brauche ich erstmal nicht. Kann ich nämlich eine Fackel hinhängen. So, und hier ist. Hier sollte auch anders sein. Ein antiker Schrott.
Die bleiben natürlich wieder hängen, dann habe ich wieder ein bisschen Licht. Und wieder kein antiken Shot. Ja gut, dann lasse ich das mal ein bisschen im Schnelldurchlauf laufen. Und dann schauen wir mal. Dann hole ich euch ab, wenn wieder was da ist. Sag mal, bis gleich. Ah, das war einer zu weit hier.
Ah! War ein Idiot. Das gibt's doch gar nicht. Als ob ich kein Glück dabei hätte.
2 habe ich. Vielleicht sollte ich in diese Richtung weitergehen. Da sind noch mehr. Boah, ich habe eine Goldader gefunden. Also eine Agent Debris. Oder wie sagt man dazu? Antiker Schrott. Eine antike Schrottader gefunden. Nein! So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich habe jetzt alles wiedergefunden. Was nicht mehr da sind, sondern meine Betten. Kann auch sein, dass ich ganz schnell keine mehr hatte. Und das Essen ist weg. Das ist aber nicht so schlimm. So, ich räume jetzt mal so ein bisschen leer. Das kommt auf jeden Fall alles schon weg. Den nehme ich erst wieder mit. Die Betten nehme ich mit. Und ich kann mir eigentlich noch direkt ein paar Betten bauen. So, was nehme ich hier raus? Das nehme ich raus, das nehme ich hoch. Das nehme ich hier raus, das nehme ich mit hoch. Das nehme ich hier raus, das nehme ich mit hoch. Das nehmen wir auch mal mit. Das scheint nämlich interessant zu sein. Das drücke ich hier rein. Damit ich weiß, dass ich das mit hochnehmen muss. Und Bruchstein habe ich nicht mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, was nehme ich stattdessen? Funktioniert das auch ohne? Aber jetzt muss ich erstmal hoch. Weil ich brauche noch was zu futtern. Nicht, dass wir gleich wieder sterben. Das wäre echt ärgerlich.
Wenn ich jetzt sowieso gerade Netherrack hab, baller ich das doch einmal kurz hier hin. Ich hoffe, hier ist noch ein bisschen was. Ah, was auch ganz cool ist, jetzt aktuell zur Weihnachtszeit, sind diese so ein bisschen, sind diese so nach Geschenke von der Optik her. Das finde ich ganz cool gemacht. Ja, wie gesagt, das sind ja die Schankgrenzen hier. Da ist ein Enderman. Dann wollen wir mal ab. Das dauert jetzt einen Augenblick und dann. Dann sind wir gleich da. Naja, was heißt gleich da? Ist halt ein Weg nach unten, ne? Kletter, 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 kletter. Wir haben zwar schon drei, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. So. Nicht nochmal von Piglins töten lassen. Also in die Richtung haben wir gerade, da hatten wir wenig Glück. Ich würde sagen, wir gehen dann nochmal ein bisschen in diese, so zwei, drei Betten in diese Richtung machen wir nochmal und dann. So. Problem ist das Netherrack nicht. Man macht das eigentlich mit Bruchstein, weil der den meisten da ist noch was. Den meisten Schaden abhalten kann. Eigentlich eindeutig angewöhnen, die das Flammen mal auszumachen. Wollen die direkt unten. Zwei auf jeden Fall. Drei. Sehr stark. Ja, komm, ein Bett machen wir noch. Schwarz, 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 ein antiken Schrott. Aber rein theoretisch könnte ich bestimmt in die Richtung nochmal so einer Tunnelbaumaschine arbeiten. Diese Richtung gehen wir dann auch noch mal, aber jetzt erstmal haben wir für die Tunnelbaumaschine genug. Das ist halt die Frage. Hier war der Lavasee, ne? Wahrscheinlich. Dann haben wir ja hier noch genug. Um uns voranzuarbeiten. Aber ich würde sagen, das, liebe Kinder, sehen wir in der nächsten Folge. Die Tunnelbaumaschine baue ich erstmal bei mir, um sie auszuprobieren. Auch weil ich ja ganz gerne bei mir so ein bisschen
Tunnel bohren möchte oder. Und ich hoffe, diese Folge hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, es war jetzt so ganz grob um Höhe 10, 11 habe ich jetzt gebuddelt. Man hat jetzt gesehen, die waren noch ein bisschen oben drüber. Ich schätze mal, dass es besser wäre, wenn wir nicht auf 11 gehen, sondern auf 13, also dass 11 die Bodenstufe ist, dass wir auf 13 gehen und dann, dass wir auf 13 gehen und dort mal ein bisschen buddeln, weil dann könnte man da schön das schön machen, glaube ich. Dass wir da richtig cool hier, weil wir müssen ja Netherrack machen und Tunnelbohrmaschine. Ich muss ja auch Diamanten noch farmen. Auf jeden Fall viele Diamanten, weil das Netherrack oder Netherite-Rüstung möchte ich ja irgendwann haben. Und das ja geht quasi erst, wenn man auch genug Diamant hat, weil man braucht Diamanten zum Farmen. Genau. Ja, wie gesagt, das seht ihr alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Haltet beim nächsten Mal gerne wieder mit rein. Lasst ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und am 3.1. bin ich abends 20 Uhr wieder live. Und vielleicht können wir im Livestream dann schon mal ein bisschen was mit dem Tunnelbohrer graben. Bedanke mich und tschüss und ciao.